Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Sallys Salon. Wir machen weiter mit Level 58. Ein gutes Zeichen, verdiene 3 Sterne. Okay, das klingt erstmal nicht schwierig. Das haben wir beim letzten Mal eigentlich immer ganz gut hinbekommen. So, da wechseln wir das Öl. Hier wechseln wir auch nochmal. Und soll ich das jetzt endlich kaufen? Leute, ich kaufe das jetzt. Ja, endlich. 1500 haben wir jetzt noch. Okay. Hi, Sally. Bereit für einen neuen Spa-Tag? Tja, schätze schon. Ich werde dich vermissen. Es war toll, dass du hier warst. Irgendwie scheint es, dass ich dich schon lange kenne. Eve, ich war nicht ehrlich zu dir. Was genau meinst du damit? Ich bin keine Journalistin. Das dachte ich mir schon. Mir gehört ein Salon. Ich bin hier, weil ich jemanden suche. Einen alten Freund. Hast du ihn gefunden? Nein. Das tut mir leid. Das muss es nicht. Das ist jetzt Vergangenheit. Okay, aber wenn du einmal darüber reden möchtest... Nein, ich möchte mich nur entschuldigen. Ich habe dich angelogen und das hätte ich nicht tun sollen. Es ist nur, die Erinnerungen an die Vergangenheit haben mich überwältigt. Ich schätze, dass ich auch loslassen muss. Und dich auf die Zukunft konzentrieren, wie die Babyschildkröten. Ach ja, da bin ich gespannt, ob wir die Babyschildkröte noch zu sehen bekommen. Und ich bin ehrlich gesagt auch immer noch gespannt, ob denn jetzt der Julio der Mann von der Eve ist. Also irgendwie würde es ja passen zu dem, was sie in einer der letzten Folgen gesagt hat. Aber dann wiederum denke ich mir so, ja, ich weiß ja nichts. Wir werden es erfahren. Wahrscheinlich sogar in dieser Folge. Denn ich könnte mir vorstellen, dass ich das Spiel jetzt komplett durchziehe. Vielleicht wird die Folge dann ein bisschen länger oder so. Müssen wir mal schauen. Und ja, dann werden wir es erfahren. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir auch noch die Babyschildkröten sehen. Das würde mich auch total freuen. So, einmal Kerzen für dich, mein Lieber. Wie viel habe ich jetzt angeklickt? Eine zu wenig. So, bitteschön. Dann kassieren wir hier. Ich trinke mal eben kurz einen Kaffee in der Zwischenzeit. Karl, da bist du. Ich habe dich noch gesehen im letzten Moment. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3 davon. Und dann hoffe ich wirklich, dass wir diesmal ein bisschen Glück haben. Und nicht ganz so viele Leute die Behandlung wollen. Das war beim letzten Mal, muss ich echt sagen, super eintönig. Das hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht, ehrlich gesagt. So, das dazu und das dazu. Ach so, muss ich das zuerst? Ah ne, war jetzt richtig, ne? Okay, gut, gut. Ja, ich denke, 3 Sterne sollten wir auf jeden Fall bekommen. Ja, das war wieder zu viel. Nee, das hier liegt mir einfach nicht. Die Minispiele hier sind nicht so mein Ding. So, hat aber noch funktioniert mit 2 Herzen. So, du bekommst jetzt das hier und natürlich wurde mein Wunsch nicht erhört nach vielen Kunden, die was an der Theke bestellen, denn da unten liegt schon wieder einer auf der nächsten Liege. So, was bekommst du? Einmal den ganzen pinken Kram, bitteschön. Und jetzt geht der Bonus hier auch schon wieder runter, das ist eigentlich so sinnfrei, dass dann auch die Zeit mitgezählt wird, wo wir hier im Minispiel sind, ne? Weil irgendwie ist das doch, weiß ich nicht, ein bisschen doof, oder? Wenn man dann extra Kaffee trinkt, um dann noch so einen kleinen Boost zu bekommen. Und dann bringt die Hälfte gar nichts, weil man, wie gesagt, im Minispiel gerade festhängt. Aber okay. So, wie viele Punkte brauchen wir? Ich muss gleich mal schauen. 1850, ach Mann. Ach Mann, ja, jetzt kommt schon. Oh, bitte. Dieses Spiel, das ist genauso wie in der letzten Aufnahme. Ich kann gerade nichts machen, Leute. Jetzt pendelt es sich ein, so einigermaßen. Also, irgendwas ist da los. Ihr seht es, ne? Das stockt total vor sich hin. 1, 2, 3. Jetzt läuft es wieder ganz normal. Ich habe keine Ahnung, aber gut, lange müssen wir das ja sowieso nicht mehr ertragen. Das klingt jetzt so negativ, weil im Endeffekt hat das ganze Spiel Spaß gemacht, ne? Bis jetzt vielleicht zur letzten Folge. So, Kaffee können wir schon wieder eintrinken. Nee, es dauert noch einen Moment. Okay, du bekommst das hier, 1, 2, 3 davon. Oh, die sind ja auch voll schön, die hier, finde ich. Aber ich denke, die 3 Sterne sollten wie immer kein Problem sein. Das kriegen wir hier bestimmt locker hin. So, ich trinke jetzt erstmal den Kaffee und die meiste Zeit davon wird dann wahrscheinlich sowieso wieder verschwendet. Aber ist egal. So, dann fülle ich hier mal eben auf und da nochmal eben auf. Und hier auch noch. So, davon haben wir noch 7. Ich könnte ein bisschen Wasser gebrauchen. Und dann bekommst du einmal die pinken Kompressen. So, dahin, dahin, dahin und dahin. So, wir haben ja jetzt schon fast 1000 Punkte. Ach, super. Ich glaube, ich kassiere mal eben. Du bekommst 2 davon. Moment, 2 davon? Achso, oh Gott. Das ist auch doof, ne? Das ist auch doof. Komplett das Falsche nehmen und dann da stehen und blöd gucken. So, hey, warum geht das nicht? Ach ja. So, dann können... Oh nein! Ja,
Ja, das hat mir jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass ich das untere da weghauen wollte. Aber ist okay. Wie gesagt, Punktzahl ist ja bis jetzt eigentlich immer gut gegangen, außer in dem, was war das für ein Kapitel? War das Hawaii? Weiß ich gar nicht. Da lief es teilweise nicht so gut. Aber ich glaube, ich habe es schon gesagt, ich werde hier auch nichts nachholen. Also weiß ich nicht. Schon. Bei den Teilen, die ich auf Steam spiele, bei den Emily-Teilen und auch bei Hearts Medicine, wo ich dann Errungenschaften und so dafür bekomme, da möchte ich das dann schon ganz gerne machen. Aber hier finde ich das dann gar nicht so wichtig. Vor allem, wenn das Ganze nicht so super viel Spaß macht. Ne? So, Sally, du kannst dahin gehen. Und dann 1, 2, 3 davon. So, Stern Nummer 2 müssten wir dann jetzt auch gleich haben. So, was ist mit dir da unten? Du bekommst einmal das hier und hier eine gemischte Tüte. Und ich glaube, in der Zwischenzeit kann ich auch schon mal wieder den Kaffee anstellen, dass wir uns da noch ein Stückchen genehmigen. So, das ist immer für dich. Dann kassieren wir. Dann trinken wir ein bisschen Kaffee. Ja, und auch die ganze Sache mit dem Kaffeegut, das passt jetzt natürlich zu Sally, weil sie so kaffeesüchtig ist. Aber im Endeffekt war das in jedem Kapitel absolut unnötig. Man hat das nicht gebraucht. Und dann frage ich mich, warum ist das dann überhaupt da, ne? So, wenn man es doch nie braucht, was soll das denn eigentlich? Aber okay, so, 1, 2, 3 davon. Ja, und es ist wie immer, wir haben die 3 Sterne gleich schon erreicht und müssen halt trotzdem noch eine relativ lange Zeit weiterspielen. So, komm schon, ja, sehr gut. Und für dich da unten ist die Schildkröte und 3 Kerzen bekommst du auch noch dazu. So, du bekommst eine gemischte Tüte mit Ingwer und Rosen und keine Ahnung was. Und natürlich noch die wundervolle Steinschildkröte. So, ich kassiere einfach schon mal kurz 2 davon und einmal das hier mit... Nee, das ist ja jetzt gar kein Ingwer mehr. Quatsch, das war ja vorher Ingwer, ne? Ich habe keine Ahnung, was es jetzt sein soll. Kein Plan. So, die beiden Schildkröten für dich und dann haben wir es doch schon. Ach toll, 1, 2, 3. Dann kann ich es jetzt mal wieder ein bisschen ruhiger angehen lassen. Gleich vielleicht noch eben kurz Wasser holen. So, noch ein und hier auch noch ein paar Tropfen rein. Sehr schön. So, dann könnte ich... Der Rosen muss ich nicht auffüllen, aber das hier könnte ich echt mal eben kurz machen. So, dann bekommst du die pinken Kompressen und dann können wir gleich schon zur Kasse gehen. So, einmal dahin, dahin, dahin. Na, komm schon. Und dahin. So, Madame, du bekommst dann gleich die grüne Kompresse. Oh ja, da möchte auch schon der nächste auf die Liege. Dann kann Sally hier erstmal bitte aufräumen. So, das dahin, das dahin, das dahin und das dahin. So, ich werde schon mal abkassieren und einen Kaffee trinken in der Zwischenzeit. Obwohl es, wie gesagt, eigentlich total sinnfrei ist. 1, 2, 3. Mache ich das mal so. Dann schnappe ich mir den Kaffee. Sally, du kannst da vorne aufräumen. Oh, das ist viel aufzufüllen. So, da 2 und hier auch noch ein paar. Sehr schön. So, Kaffee trinken und dann mache ich das hier eben fertig. Und dann können wir da eine Kombo machen. So, dann komme ich zu dir. Nee, ich mache erst das hier. Nee, Quatsch, das war falsch. Nee, war falsch. Jo, Salon geschlossen, das war falsch. Ich mache erst hier die einfachen Sachen. Habe ich da jetzt alles richtig drin? Ich will es hoffen. Das dazu und die Steinschildkröte. So, dann haben wir einmal die hier in pink, bitteschön. Und dann gleich nochmal die ganze Nummer in grün. So, dahin, hierhin und da oben. So, und nochmal das Grüne für dich. Und dann haben wir es geschafft mit fast 1000 Punkten mehr. Wie krass ist das bitte? Echt jetzt. Und daran sieht man auch, dass die Level einfach viel zu lang sind oder das Ganze viel zu einfach ist. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. So, Sally, da muss jetzt nicht unbedingt aufräumen. Oh, oh, Leute, Leute, es ist echt, oh Gott, es ist echt Julio. Hoffentlich ist es nicht schlimm. Das geht schon in Ordnung. Ich kann genug über diese Schildkröten schreiben. Ich verstehe es nur nicht. Es ist kompliziert. Nachvollziehbar. Es gibt noch mehr Menschen hier auf der Insel, die ihre Privatsphäre wünschen. Scheinbar geht es los. Wenn die Schildkröten schlüpfen, dann krabbeln sie ins Meer, um ihr Leben dort zu beginnen. Aber helle Lichter können sie ablenken und daher stehen wir hier. Und die hellen Lichter vom Flughafen und der Stadt. Um die hellen Lichter vom Flughafen und der Stadt zu blockieren. Verstanden? Hier kommen sie. Es ist wunderschön. Sally!
Warum sagt ihr nichts dazu, dass ihr Liebster da steht? Ah, jetzt. Julio. Oho, es ist echt der Mann. Oh, wie krass. Ja, und jetzt, weißt du, Sally so die ganze Zeit irgendwie total in love und will den unbedingt treffen. Und jetzt wird sie so sagen, ja, nö, ist dann auch okay. Ich habe halt gelernt, ja, was weiß ich, was sie gelernt hat. Trinke 5 Tassen Kaffee, okay? So, können wir was kaufen? Nein, alles klar. Hi, Sally, haben dir die Schildkröten gestern gefallen? Das haben sie sicher. Bist du hier, um dich zu verabschieden? Auf eine Art schon. Ich weiß, dass Schildkröten deine Lieblingstiere sind. Ich mag Delfine am liebsten. Das sind auch die Lieblingstiere von meinem Papa. Also, dann können du und dein Papa ja zusammen damit spielen. Ich werde ihn Sally nennen. Das gefällt mir und bestell deinem Papa schöne Grüße von Sally. Kann ich ihn Papa zeigen, Mama? Ja, natürlich. Werde ich dich je wiedersehen? Ich denke nicht, aber wer weiß, sagt niemals nie. Hä? Wie jetzt? Ja, und was ist da jetzt mit Julio und... Ja, was? Hat sie das jetzt gerade nicht kapiert, dass er da stand? Oder war ihr das jetzt sowas von egal? Also das würde mich dann schon wundern, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ich konnte das nicht einschätzen. Der stand da und sie sagt halt einfach nur, ach, Julio? Oh, gemischtes? Oh, okay, kommt jetzt doch noch ein bisschen was Neues hinzu am Ende. Aber ja, hat sie das jetzt nicht so wirklich gecheckt, dass er da stand? Und hat nur so Julio gesagt, weil sie halt gerade an ihn gedacht hat? Oder ich weiß es nicht. Aber gut, 1, 2, 3. Davon noch eine. So, wir haben niemanden hier zum Aufräumen, Leute. Das ist echt übel. Karl, ich habe dich gehört und auch gesehen. Ja, das könnte echt wieder ein anstrengendes Level werden. 1900 Punkte. So, dann kassiere ich mal eben hier. Und dann würde ich sagen, 1, 2, 3 bringe ich dir das erstmal vorbei. So und so und so. Wow, das war zu viel. Ich wollte gerade sagen, schaffen wir es mit 3 Herzen, weil ich nämlich gerade nach oben geschaut habe. Aber nein, natürlich schaffen wir es nicht, ne? War ja eigentlich zu erwarten. So, jetzt aber. Jetzt streng ich mich an. Jetzt gebe ich mir Mühe. Das muss doch funktionieren. Hier noch ein und da noch ein. Ja! So, dann muss aber jetzt definitiv mal abkassiert werden. Davon 3. Bitteschön. So, dann muss ich hier ganz dringend aufräumen. Und dann hoffe ich, genau, dass jetzt endlich mal wieder der Kaffee fertig ist. Dann trinke ich den nämlich erst, dass ich jetzt auch schön die Aufgabe schaffe. So, das ist für dich, mein Lieber. Dahin, hierhin, dahin und dahin. Na, komm schon. Und was kann ich für dich tun? 1, 2, 3 und 1, 2, 3 Rote. So, er ist jetzt auch fertig. Ach komm, ich kassiere mal eben. 1, 2, 3 davon und ein davon und davon. Hui, das hat noch funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. So, sehr schön. So, jetzt da unten aufräumen. Da kommt nämlich jetzt schon wieder die nächste, die auf die Liege möchte. Ach, Mann. Und dann das Ganze hier auch noch gemischt und alles. Und dann muss ich gleich definitiv noch Wasser holen. So, hier ein hin, da ein hin, da ein hin und da ein hin. Jetzt kassiere ich erstmal bei euch da vorne ab. Und dann mache ich das, glaube ich, erstmal mit dem Wasser. Ne? Er kann da noch ein Momentchen warten. Will ich doch hoffen. So, machen wir das hier zusammen und das hier zusammen. Und da will sogar schon die nächste irgendwas. Ja, ich muss gleich aufräumen, ich weiß. Aber hier ist wieder so viel los. So, die 3 sind für dich. Dann räume ich eben kurz auf in der Zwischenzeit. Und du bekommst einmal die hier und die hier. Und dann haue ich mir den nächsten Kaffee rein. So, rein damit. Und einmal die grünen Kompressen. So, Hälfte der Zeit, Hälfte der Punktzahl. Das ist doch super. So, da noch einen hin. Und welche möchtest du? Die pinke. Da kommt schon wieder der nächste. Leute, kauft doch mal schöne Schildkröten oder Kräuter in Folie. Das ist doch viel besser. Das ist doch viel besser, als sich hier behandeln zu lassen. Ich weiß gar nicht, was das immer soll. So, dann kann ich hier direkt auch schon mal aufräumen. Ich lasse den jetzt da stehen, oder? Nee, komm. Die beiden kann ich abkassieren. Dann mache ich das hier erstmal. 1, 2, 3 davon und einen davon.
so. Und da ist schon der nächste. 1, 2 und 1, 2, 3. Wow, jetzt habe ich wieder so viel angeklickt im Voraus. Aber okay. So, erstmal sauber machen. So viel Zeit muss sein. Stern Nummer 2 haben wir dann auch gleich. So, hier noch ein Hin, da noch ein Hin, da noch ein Hin. Und dann könnte ich doch bestimmt mal wieder einen Kaffee vertragen, oder? Da könnte doch jetzt mal wieder was fertig sein. Ja, ist es sogar. Ach, super. So, einfüllen, nicht vergessen. Oh, wildes Klicken im Hintergrund zu hören. So, komm schon, Eve, mach hin, gönn dir den Kaffee, kannst du mal eben hier kassieren in der Zwischenzeit. Und dann bekommst du einmal das Ganze hier gemischt, bitteschön. Dann müssen wir gleich aufräumen und ich brauche wieder Wasser, ich weiß. Dahin, da, da und da. So, ich weiß jetzt gar nicht, was ich schon alles angeklickt habe. Aber okay, ach so, erst das Aufräumen habe ich vermutlich. Okay, okay. So, kein Wasser mehr, pass auf, dann könnt ihr da einen Moment warten. So, ist das jetzt egal, in welcher Reihenfolge ich das mache? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein, das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Machen wir erstmal ihn. Wir haben ja Zeit. So, das war wieder zu viel. Jo. So, da noch einen. So, was ist da jetzt falsch? Ja, welchen soll ich denn zuerst nehmen? Den, den und den? Echt jetzt? Okay, gut. Dann machen wir das so, wenn er das in dieser Reihenfolge wünscht. Dann ist das auch okay. So, komm, ich kassiere jetzt erstmal, mache hier wieder die einfachen Sachen. Und wenn jemand ungeduldig ist und gehen möchte, dann ist das für mich auch okay. 1, 2, 3, bitteschön. So, abkassieren, dann bekommst du deine doppelte Kompresse. Und die beiden wollen jetzt hier auch auf die Liege. Eieiei, okay. Aber gut, so, da kannst du dann gleich aufräumen. Dann schnell muss das hier. Und Kaffee ist fertig. Ach ja, müssen wir auf jeden Fall noch trinken. Ach ja, das zieht sich so krass, ne? Ja, und jetzt möchte er noch eine auf die Liege. Ey, wisst ihr was mit der Liege? Ihr könnt mich mal, also echt jetzt. Ich mache jetzt das hier. Von mir aus sollen die alle sauer werden und nach Hause gehen. Muss ich die wenigstens nicht bedienen. Aber ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Kompressen oder das hier? Ich glaube, das hier. Das finde ich noch eine Nummer nerviger, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich mache erstmal dich. 1, 2, 3, dann das hier. Schön. Und dann kann ich mich so langsam um dich hier vorne kümmern. Und bei denen hoffe ich einfach, dass die gehen, ne? Oder zumindest eine davon. Das wäre schon mal ganz schön. Dahin und dahin. So, was bekommst du? Schildkröte und 6 Stück davon. Wie viel habe ich jetzt angeklickt? Weiß ich gerade gar nicht. 3, 6, ach super. So, das ist fertig. Oh Gott, jetzt muss ich die echt beide noch machen. Na gut, dann haben wir es jetzt gleich wenigstens hinter uns. So, bitteschön, Nummer 1 für dich. So, na, komm schon. Dahin, dahin und dahin. Und du bekommst dann einmal die gemischte Kompresse. So, so, so und Moment, so. So Leute, und jetzt raus hier, ganz ehrlich, bitte. Lasst mich bitte ins nächste Level kommen. Ach nee, jetzt kommt ja noch eine Prüfung, ne? Stimmt, es kommt ja noch eine Prüfung. Ich hoffe, die ist nicht so schwer und vor allem nicht so super lang. Bist du sicher, Sally? Ganz sicher. Okay, auf nach Stockford. Sally! Sally! Ach, Julio. Danke, dass du an mich gedacht hast. Immer. Es tut mir so leid wegen damals. Mein Manager, meine Karriere. Ich bekam wohl Angst. Wir waren jung. Das passiert. Zwei Sallys. Sagt sie das jetzt oder er? Ich weiß es nicht. Ich wünsche dir ein wunderbares Leben, Julio. Dir auch, Sally. Und jetzt ab nach Hause. Was? Ey, das war's jetzt? Das finde ich ja mal richtig blöd. Also, das war's? Er sagt einfach so, ja, Entschuldigung. Sie sagt so, ja, ne, ist schon okay. Das ist ja richtig doof. Das finde ich echt richtig blöd.